Liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu TV Berlin aktuell. In der Steueraffäre des zurückgetretenen Kulturstaatssekretärs André Schmitz kommen immer mehr Einzelheiten ans Licht. So hatte offenbar nicht nur der regierende Bürgermeister von der Affäre gewusst, sondern auch einige seiner Senatoren. Dessen ungeachtet setzt Wowereit zur Empörung vieler Berliner seinen Urlaub fort. Der Druck auf den Regierenden wächst. Ildikó Bogner berichtet. Wenige Tage nach dem Rücktritt von André Schmitz wegen Steuerhinterziehung geriet der regierende Bürgermeister immer stärker ans Kreuzfeuer der Kritik. Klaus Wowereit, der den Kulturstaatssekretär jahrelang gedeckt hat, befindet sich derzeit im Skiurlaub und sieht auch keine Veranlassung, diesen vorzeitig zu beenden. Das Verhalten des Regierenden in der Steueraffäre sorgt für Unmut. Es ist schon einigermaßen interessant, dass er noch vor einem halben Jahr in der Bundestagswahl gemeinsam mit Sigmar Gabriel Steuerschlupflöcher gebrandmarkt hat und gesagt hat, man muss stärker gegen Steuerhinterziehung vorgehen und jetzt plötzlich in einer solchen Situation dann sagt, also ich hielt es nicht für notwendig, damit weiter umzugehen. Mir ist die Naivität von Schmitz und Wowereit bis heute völlig unerklärlich. Wie man davon ausgehen kann, dass ein solcher Vorgang nicht an die Öffentlichkeit kommt, ist mir überhaupt nicht nachvollziehbar. Und hier hat Wowereit offensichtlich sein politischer Instinkt verlassen. Insbesondere, da er sich ja parallel noch in die Talkshows gesetzt hat und Hoeneß und andere für deren Verhalten hart und auch persönlich angegriffen und kritisiert hat. Fest steht inzwischen auch, dass sowohl Finanzsenator Ulrich Nussbaum als auch Justizsenator Thomas Heimann über die Steuerhinterziehung des Kulturstaatssekretärs Bescheid wussten. Doch hätten sie mit dieser Information überhaupt an die Öffentlichkeit gehen können? Es ist so, dass der Justizsenator über besonders bedeutsame Verfahren von der Staatsanwaltschaft informiert wird, und zwar, weil er der oberste Chef der Justizbehörden ist. Diese Informationen in diesen Berichten sind Dienstgeheimnisse und die Weitergabe ist streng verboten. Aus dem Büro des Finanzsenators erhielt TV Berlin am Donnerstag keine Stellungnahme. Die Forderungen nach dem Rücktritt von Klaus Wowereit werden währenddessen immer lauter. Felix Herzog, bekannt als Initiator von 100% Tempelhofer Feld, will einen Antrag zu einem weiteren Volksbegehren stellen. Diesmal geht es darum, den Regierenden aus dem Amt zu heben. Lange Zeit war er der richtige Bürgermeister für diese Stadt, glaube ich. Aber es wird jetzt auch Zeit für einen Wechsel, für neue und kreative Ideen. Und Volksbegehren ist ein Mittel zum Zweck, das zu beschleunigen, das ist sein Rücktritt und auch von außen einfach Druck zu machen. Und wir haben dann 6 Monate Zeit, 50.000 Unterschriften zu sammeln für den Antrag zum Volksbegehren. Dann wird es zum Volksbegehren kommen und dann zum Volksentscheid. Klaus Wowereit wird sich am kommenden Montag im Kulturausschuss unter anderem auch zu seinem eigenen Verhalten in der Steueraffäre äußern. Wer die Nachfolge von André Schmitz antreten soll, ist weiterhin unklar. Und nun weitere Meldungen des Tages im Überblick. Im S-Bahnhof Charlottenburg ist ein Mann am Donnerstagmorgen unter einen Zug geraten. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Der Zugführer erlitt einen Schock. Für etwa 2 Stunden kam es auf den S-Bahn-Strecken S5, S7 und S75 zu Verspätungen und Zugausfällen. Wie es zu dem Vorfall kam, ist noch ungeklärt. Chaos auch bei der U-Bahn. Ein Schwarzfahrer hatte am Vormittag in Mitte die U6 für 20 Minuten lahmgelegt. Wie Polizei und BVG mitteilten, war der Mann am U-Bahnhof Oranienburger Tor vor Kontrolleuren in den Bahntunnel Richtung Friedrichstraße geflohen. Zur Sicherheit wurde sofort der Strom abgeschaltet, sodass die Züge nicht mehr fahren konnten. Der Mann entkam unerkannt. Berlin zahlte für Steuer-CD 195.000 Euro. Auf eine kleine Anfrage der SPD im Abgeordnetenhaus teilte die Finanzverwaltung mit, in den Jahren 2010 bis 2012 4 Datensätze mit Steuersündern erworben zu haben. Das Land bezahlte dafür 195.000 Euro. Das Geschäft hat sich für den Landeshaushalt bereits ausgezahlt, denn im Zusammenhang mit Geldanlagen in der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg wurden bei den Berliner Finanzbehörden mehr als 2.300 Selbstanzeigen gestellt. Dadurch wurden rund 136 Millionen Euro an Steuernachzahlungen eingenommen. Spendenessen. Das deutsch-türkische Theater Tiatrom hat aus Anlass der bundesweiten Aktion Speisen für Waisen zu einem Benefizessen eingeladen. Dabei bitten Muslime Nachbarn, Freunde und Bekannte zu Tisch und sammeln dabei Spendengelder. Initiator der Aktion ist die Hilfsorganisation Islamic Relief Deutschland. Von den gesammelten Spenden in Berlin-Mitte sollen syrische Waisenkinder unterstützt werden.
Berlinale startet. Mit der Tragikomödie Grand Budapest Hotel von US-Regisseur Wes Anderson werden am Abend die 64. Internationalen Filmfestspiele Berlin eröffnet. Zur Weltpremiere des Films kommen Stars wie Bill Murray, Ralph Fiennes, Jeff Goldblum und Tilda Swinton. Die Berlinale zeigt bis zum 16. Februar 400 Filme aus aller Welt. Ein Basketballspiel dauert 40 Minuten. Dies ist in dieser Saison mehr denn je die Maxime von Alba Berlin. Gestern Abend gewannen die Spieler von Trainer Sascha Obradovic mit dem allerletzten Wurf doch noch mit 88:87 gegen Bonn und sicherten sich somit das Ticket fürs Pokal Top 4 in Ulm. Jan-Olaf Strakholder fasst das Herzschlagfinale noch einmal zusammen. Für solche Spiele lebt man doch, oder? Dann, so kommentierte Albas Jan Jakla den Pokal-Viertelfinal-Wahnsinn auf seiner Facebook-Seite. Sekunden vor Schluss vergibt Leon Radoschewitsch beim Stand von 85:87 für die Gäste aus Bonn seinen ersten Freiwurf und muss somit auch den zweiten verwerfen, damit sich sein Team den Offensiv-Rebound sichern kann. Ein Manöver, das gelingt und wie. 5 Sekunden vor Ende der Partie sichert Reggie Redding seinem Team das Ticket fürs Top 4 in Ulm. Dieser Tage trägt der Wahnsinn den Namen Alba Berlin. Eigentlich wollte ich nur versuchen, einen Rebound zu holen und irgendwie reinzutippen. Und zum Glück hat Reggie ihn eingesammelt und dann reingeschossen. Aber viel mehr ging mir nicht aus dem Kopf, also durch den Kopf. Also, da war es einfach nur so, okay, ich muss jetzt irgendwie den Rebound holen und dann hoffen wir, dass noch was reingeht. Die Brisanz des sogenannten Do-or-Die-Spiels war von Beginn an greifbar. Im ersten spielerischen Glanzpunkt setzt Leon Radoschewitsch nach schönem Anspiel von Cliff Hammonds 6:6. In einer ausgeglichenen Partie kann sich Radoschewitsch wieder in Szene setzen lassen. Pass von Ivan Kendall, dank Radoschewitsch, 11:10 für Alba. Nach dem ersten Drittel führen die Berliner mit 30:21. In die Pause geht es aber mit einem 39:44 Rückstand. Wir haben heute nicht unser bestes Spiel gezeigt. Wir haben auch als Team nicht so gut zusammengespielt, wie wir es eigentlich können. Aber wir haben gezeigt, dass wir uns auch durch diese Spiele durchbeißen können und am Ende diese Spiele gewinnen. Dass die Partie trotz einer 7-Punkte-Führung für Alba im Anschluss doch noch zu einem Herzschlagfinale wurde, ist letztlich auch eine Facette des aktuellen Alba-Wahnsinns. Im Basketball, für sowas bist du nie irgendwie so nie vorbereitet, für sowas bist du nie wirklich ruhig. Also ich glaube, da pumpt das Adrenalin richtig und dann versuchst du dich selber nur auf irgendeine einzige Sache zu fokussieren, wie jetzt zum Beispiel, ich habe versucht, einen Offensivrebound zu holen oder ich glaube, alle haben nur versucht, irgendwie wieder an diesen Ball ranzukommen und dann, klar, musst du irgendwie was hoch und zum Glück hat er getroffen. Am 29. und 30. März wollen die Albatrosse nun ihren Titel verteidigen. Oder so, wie Jan Jakler schrieb, Spiele, für die man lebt. Und wir kommen zum Wetter. Es bleibt mild, vom Winter weiterhin keine Spur. Hier die Aussichten. Heute Nacht zieht der Hauptstadthimmel wieder zu. Die Temperatur geht zurück auf 4 Grad. Am Freitag bleibt es wolkenverhangen, aber in weiten Teilen trocken. Die Tageshöchstwerte liegen bei 9 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gibt es leichten Regen. Im Verlauf des Sonntages kämpft sich aber immer mehr die Sonne durch. Das Quecksilber hält sich bei milden 8 Grad. Das war's von uns. Wenn Sie mögen, können Sie sich die Beiträge unserer Sendung nochmal anschauen auf www.tvb.de oder Sie gehen auf unseren TV Berlin YouTube-Channel. Schön, dass Sie bei uns waren. Tschüss und machen Sie es gut.